Neues Leitungsteam der Regina Pazes Provinz Inchen. In der Installationszeremonie am 2. September 2023 übergab Schwester Marie Julia zusammen mit ihren Rätinnen offiziell nach 6 Jahren Dienst als Provinzoberin das Amt an Schwester Marie Justina und das neue Leitungsteam. Aus diesem Grund besuchten Schwester Mary Ann die Generaloberin und ihre Assistentinnen Schwester Marie Soha und Schwester Maria Nonata Korea. Die Feier, an der etwa 130 Schwestern teilnahmen, begann mit einer Prozession von Schwestern, die einen Blumenkorb, eine Kerze, die Konstitution, eine Bibel und die Provinzfahne überreichten. Schwester Marie Julia bedankte sich bei den Schwestern der ganzen Provinz für ihre Unterstützung und ihre Gebete. Schwester Mary Ann bedankte sich auch bei Schwester Marie Julia für die Erfüllung der 6-jährigen Verantwortung als Provinzoberin und bei ihrem Team, den Schwestern Marie Yonghe, Marie Ignatia, Marie Thoma, Marie Emanuel, Maria Dominica und Marie Yongyu für ihren 3-jährigen Dienst sowie bei Schwester Maria Filia für ihren 6-jährigen Dienst. Als neue Provinzrätin, die Schwester Marie Justina bei ihrer Arbeit für die Provinz Regina Pazes für 3 Jahre unterstützen werden, wurden während der Zeremonie die Namen von Schwestern Marie Paolo, Schwester Jung Yu, Marie Gaudia und Marie Philippa aufgerufen. Das neue Leitungsteam der Provinz und die Schwestern der Provinz segneten sich gegenseitig mit dem Versprechen von Gebet und Unterstützung. In ihrer Eröffnungsansprache forderte Schwester Marie Justina die Schwestern auf, in unserer Ordensgemeinschaft, in der Kirche und in der Welt durch unser Leben das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein zu vollbringen, das von Gottes Güte und Fürsorge zeugen soll. Sie ermutigte uns, Marias Anweisung bei der Hochzeit zu Kana zu befolgen. Tut alles, was er euch sagt, Johannes 2,5, und den Worten Jesu, füllt die Krüge mit Wasser, Johannes 2,7. Im Anschluss fand ein festliches Mahl statt, bei dem wir dem scheidenden Team unseren Dank aussprechen und dem neuen Team den Segen des Heiligen Geistes wünschen konnten. Thank you.